Servus Leute, schön, dass ihr einschaltet hier bei MacMo, beim Let's Play von Dying Light 2 Stay Human. Leute, heute machen wir ein bisschen Open World Activities. Die sind heute dran. Letztes Mal haben wir ein bisschen Story gemacht. Dann sind wir ein bisschen so eingestiegen in die Materie. Wir haben gesehen, dass es in der Stadt Mitte Probleme mit den Abtrünnigen gibt. Und dass die alle inkompetent sind und wir sind die Einzigen, die was dagegen tun können. Interessant, hätte ich so nicht gedacht. Aber so ist es wohl. Ja, und jetzt machen wir heute mal ein bisschen Open World, weil wir haben wieder ein neues Gebiet. Da gibt es wieder etliche Fragezeichen, vielleicht auch gar nicht so viele. Schauen wir mal, wie lange die Folge dauert. Wie lange sie auch immer dauert, ich wünsche euch viel Spaß damit. Los geht's. Hier liegen alle rum, ja. Sie wurden angegriffen, sie wurden verprügelt, sie wurden geschlagen, sie wurden getötet. Sie waren machtlos. Recht und Ordnung. Hä? Wo gehen wir zuerst hin? Okay, wenn ich mich so umschaue, ist hier gleich was. Wirklich gar nicht weit weg. U-Bahn. Das ist die nächste U-Bahn-Station, aber irgendwie stehen die U-Bahn auch nicht so wirklich offen, oder? Oder mittlerweile schon? Und was hat es damit auf sich? Ah ja, was Neues. Schaut mal her. U-Bahn-Stationen bieten die Möglichkeit für schnelle Reisen. Es gibt sie doch, die Schnellreisen, werden aber derzeit von Infizierten oder Banditen belagert. Um die Station zu aktivieren, müssen sie die Hauptschalter im Elektroraum umlegen. Vorsicht auf dem Weg, werden sie Feind begegnen. Sie müssen sie entweder töten oder ihnen aus dem Weg gehen. Manchmal ist die Stromversorgung der Station schlecht. In diesem Fall müssen sie zuerst die Hilfsgeneratoren... Ah, okay, das ist eine Nebentätigkeit, die wir noch gar nicht gemacht haben, ne? Oh, das ist also eine Dark Zone. Man sollte da eigentlich hingehen, wenn es Nacht ist. Ich denke, das schaffen wir locker. Wo sind es viele? Die machen wir einfach platt. Ich sage ja, wir sind stark. Hier ist Lootboot. Ja, hier sind sau viele. Lecko mio. Ich gehe mal einfach durch. Was? Hier ist ein Schattenjäger? Ich nähere mich von Wood Island. Jawohl, ich hab den blöden Schattenjäger besiegt. Besser als die Leute, die du abknallst. Sie werden nicht mehr erwarten, als ich aufgeschnitten. Jetzt ist er besiegt. Jawohl. Yes! Komm her. Die nächsten Runner. Ich habe den Schattenjäger besiegt. Ich weiß nicht, warum jetzt gerade die Hauptquest mit aktiviert wurde. Ich war so im Stress. Ich konnte natürlich jetzt nicht diesem Gespräch folgen halt. Ne, das waren zwei Schattenjäger, oder? Kann es sein? Okay, hier, einschalten. Und nun? Haben wir jetzt die U-Bahn? Fertig? Ah, jetzt müssen die Notstromgeneratoren eingeschaltet werden. Okay, machen wir gleich. Das ist ganz schön kompliziert, so eine U-Bahn zu öffnen. Wusste ich gar nicht. Chemiegebiet hier unten. Oh, wie übel. Gut. Ja, es ist ein bisschen happig hier, weil überall Chemie ist. Aber hier sind wenigstens keine Infizierten. Das zweite. Und der dritte ist auch nicht weit weg, ne? So, jetzt ist die U-Bahn aktiviert. Das ist unser erste. Das war's. U-Bahn ist aktiviert. Nee, noch nicht ganz. Wie kompliziert ist das hier? Da sollte man wirklich nur nachts rein. Ich meine, ich bin jetzt schon sehr stark, deswegen ging's. Ansonsten lieber nicht. Wie oft denn noch? Wir mussten jetzt, glaube ich, 6 Schalter umlegen, damit wir diese U-Bahn jetzt freischalten konnten. Na Gott sei Dank haben wir das jetzt mal geschafft. Wie geht die Schnellreise hier, wenn ich fragen darf? Hier? Da, schnelle Reise. Wohin können wir? Gibt es denn irgendeine U-Bahn? Eine, nur eine vielleicht. Hier geht's. Schnelle Reise. Im Hauptbahnhof. Die Fahrkarten bitte. Sofort. Dann machen wir gleich mal die nächste U-Bahn-Linie frei. Das ist ja das PK-Hauptquartier, wo wir gerade sind. Die PKs sind hier völlig ausgeschaltet. Okay, wir werden hier ein paar Fragezeichen abklappern. Jetzt können wir sie machen. Cool, dass wir wieder im alten Gebiet sind, weil hier fühle ich mich deutlich wohler. Ja, ja, beruhig dich mal wieder. Wo geht's denn hier zur U-Bahn rein? Jetzt müsste es auch offen sein. Was ist denn das? Das sind Elite-Kapitelmissionen. Erreichen Sie die letzte Arena und beseitigen Sie alle Gegner. Aha.
Aber ich kann nicht starten, weil ich brauche dafür irgendwas. Was ist das hier? Harper's können wir auch nicht starten. Ne, gehen wir mal dahin. Das mit der Schnellreise ist wirklich geil. Das hat gefehlt in dem Spiel. Ah ja, U-Bahn. Ah, die U-Bahn müssen wir aber noch freischalten. Wir sind Stufe 2. Da ist ein Schattenjäger. Da sind zwei Schattenjäger. Da stehen halt leider gleich zwei rum. Ich kisse jetzt einfach mal schnell. Du blöder Arsch, du blöder. Inferno. Oh shit. How do you like me now? Vielleicht können wir ihn mal ein bisschen weglocken, indem wir hier eine UV-Lampe hinwerfen. Das mag er jetzt nicht so sehr, denke ich. Er haut drauf wie ein Metzger. Aber jetzt haben wir ihn. Die Dinger sind hart, sogar auch wenn sie mehrere Level unter einem sind. Da ist ja noch einer, oder? Ja, da ist noch einer. Und da ist wieder einer. Es sind zwei hier. Schießen wir denen in den Kopf. So kann man die ja echt schießen. Sehr gut. Geil, wir haben sie alle erledigt. Kein Plan, vielleicht ist das der Weg. I don't know, wir gucken gleich mal. Ich denke schon, weil hier geht's runter. Die Frage ist, wird es hier noch weitere Schatten hier geben? Das kann schon sein. Die Runner sind egal, die machen wir einfach platt. Da ist einer. Mistviecher! Komm schon, ich hab noch Ausdauer. Jawoll. Es hat mich viel zu viel Ressourcen gekostet, aber wir haben es geschafft. Hier, ja. Hier geht's erst los, wie wir wissen. Gut, machen wir den nächsten an. Offensichtlich müssen wir bei dieser U-Bahn sogar vier Stück einschalten. Wer hätte es gedacht? Sehr schön. Es läuft, es läuft, es läuft. Jetzt noch ein. Das war die U-Bahn. Geil. Wir müssen jetzt nur noch den einen Schalter wieder betätigen. Das war's. Und das Ding aktivieren, fertig. So, wir haben es geschafft. Ja, es ist wichtig, dass wir die Schnellreisen haben. Okay. Gehen wir zu diesem Fragezeichen. Es ist nicht ewig weit. Ah, ein Konvoi, moi. Das war heftig.
Aha, wir müssen da hoch. Eine Parkour-Herausforderung. Nee, ich mache nicht alle Aktivitäten. Es fällt mir immer mehr auf, dass ich nicht alle Aktivitäten machen möchte. Das ist ja was für Leute, die einfach nichts anderes zu tun haben. Ich habe aber andere Sachen zu tun. Genügend. Schau dir mal Aiden an, was der hier macht. Das ist ein Laden, oder? Er wollte nicht sterben, er war echt unzufrieden, Mann. Ich hoffe, dass hier noch ein bisschen was für uns ist. Und dann gehen wir. Irgendwer wird hier bedroht, vielleicht können wir ihn noch retten. Hier. Shit, er kriegt auch einen Schlag. Okay, spreng darüber. Hey, Junge! Hä? Habt ihr gesehen, was der gemacht hat? Hallo? Ey! Ich meine, das steht exemplarisch für das Problem in diesem Spiel, ehrlich gesagt, was man gerade gesehen hat. Schaut mal das an, schaut euch mal das an. Er rutscht hier runter, obwohl... Und dann hält er sich doch fest, 1 Meter vom Boden. Und er kriecht jetzt gerade. Ich weiß nicht, also ihr seht doch, was ich gerade hier mache. Es ist unfassbar. Es ist unfassbar. Jetzt halte ich... Ja, jetzt macht das. Also, nee. Das steht exemplarisch für das Problem hier. In diesem Game. Aber die erreichen wir nicht, weil... Wir brauchen sehr viel Ausdauer dafür. Komm schon. Und ich weiß nicht... Er verbraucht sehr viel Ausdauer durch Springen. Karl, ich hab's geschafft. Unsere Ausdauer reicht wohl. Fett! Aber Militärtechnologie. Hier oben müssen wir nochmal hinkommen. Nightrunner-Versteck ist das hier. Du musst erst mehrmals drücken, um zur Reparatur zu schreiten. Dann musst du mehrmals drücken, damit er repariert. Logik. Weil wir so lustig sind, damit wir endlich mal diese alte Welt hinter uns lassen, machen wir jetzt diese Nebenquests. Da oben befindet sich unser Kollege. Sprich mit mir, Schnarchbacke. Schnarchbacke? Was ist dein Problem? Vielleicht liege ich ja falsch. Vielleicht bist du schneller als eine Rakete. Finden wir es heraus. Was plapperst du da? Die nächste Parkour-Herausforderung. Ein Rennen aufs Dach. Wette, ich bin schneller oben als du. Ja. Es sei denn, du hast Angst zu verlieren. Würde dir keinen Vorwurf daraus machen, Schnarchbacke. Na gut, machen wir es mal. Ich könnte ein bisschen Kleingeld gebrauchen. So lobe ich mir das, Schnarchbacke. Bereit, mir zu zeigen, was du drauf hast? Lauf zuerst durch die alte GRE Dark Zone und gelange aufs Dach. Folge dem Schild. Was? Welches Schild? Was hat dich denn aufgehalten, Schnarchbacke? Wie hast du das gemacht? Ich bin auf die Seitenwand gesprungen und hab mich am Gitter hochgezogen, aber hey, warum sollte ich dir meine Geheimnisse verraten? Wart auf den nächsten Abschnitt des Rennens, da kommt der Gummi erst so richtig auf die Piste. Warte, was kommt wohin? Okay, du brauchst eindeutig eine kurze Pause. Lass dir Zeit und wenn du soweit bist, komm auf das Dach vom Gebäude gegenüber vom alten Militärstützpunkt auf der Mill Street. Okay, wir sollen irgendwo hin am Arsch der Welt? Es ist halt wirklich am Arsch der Welt. Wo ist denn die Schnarchbacke jetzt? Wo ist die Schnarchbacke? Wo ist die Schnarchbacke, bitte? Ah, da oben ist die Schnarchbacke, denke ich, oder? So, reden wir mit der Schnarchbacke mal. Was ist los, Schnarchbacke? Oh, sieh dir dein Gesicht an. Total am Keuchen. Wer hätte gedacht, dass du so ein alter Knacker bist? Ist das ein Rennen oder versuchst du das in einen Kampf zu verwandeln? Beruhige dich, beruhige dich. Es ist ein Wettrennen. Wie wäre es, wenn wir den Einsatz erhöhen? Sagen wir 5:1. Was sagst du dazu? Na klar, ey. Angenommen.
und ab geht's. Was ist das Ziel? Ich glaube, wir sollten erst über die Häuser und dann darunter. Ich weiß nicht, ob das hier wirklich um Zeit geht. Ich habe keine Zeitanzeige gesehen. Also er will, dass wir hier durch diese Dinger gehen. Durch diese dunkle Höhlen. Und die Pfeile hat er schon eingezeichnet. Okay, dann achten wir mal auf die Pfeile. Okay, hier durch. Und dann da hoch. Hey. Jawohl. Und dann hier durch. Immer weg da. Hässliche. Und dann da hoch. Na, wo war das Problem? Das ging doch ganz gut diesmal. Oder? Was? Wo ist der Typ? Wo ist denn der? Wer ist der? Wo ist der Infizierte, der ihn anfasst? Sind die das oder? Sind das die? Wie unübersichtlich ist diese Quest? Wo ist dieser Typ? Hä? Der ist da oben! Der ist doch gar nicht in Gefahr. Was ist denn los, Schnarchbacke? Hey, einen Moment mal, was geht hier vor sich? Aha, alles klar. Bubble, alles okay? Du Vollidiot! Ach du Scheiße, ihr seid ja Zwillinge. Kein Wunder, dass du immer gewinnst. Als ich losgerannt hätte einem auffallen können, schaut mal, die Pflaster. Sieh mal an, Bubble, sein Hirn hat endlich seine Beine eingeholt. Du weißt nicht, wann man aufhören sollte, oder? Warte, wir sind keine schlechten Menschen, okay? Dann her mit dem Geld. Ich meine, wir sind vermutlich nicht gerade gut, aber... Was ich meine ist, jeder macht das, was er am besten kann, stimmt's? Und das ist halt was, das wir gut können. Wir haben andere Sachen versucht, weißt du? Ja, aber der Kohle. Die wir nicht so gut waren. Und ja, gib mir die Kohle. Schulden. Und die müssen wir jetzt... Also bescheißt ihr andere Leute. Richtig. Niemand kommt zu Schaden. Wir sind keine Räuber. Natürlich kommt jemand zu Schaden, wenn du ihm sein Geld prellst. Wir geben deinen Einsatz zurück und vergessen die Sache, hm? No. Mein Schweigen ist sicher mehr wert. Also gut, na schön. Das ist alles, was wir haben, okay? Ja, meldet von euch, wegen. Wenn ihr wieder Lust auf ein Rennen habt. Du Volldepp, du musstest dich ja unbedingt von den Beißern erwischen lassen, was? Was, du denkst, ich hab das absichtlich gemacht? Mach mal halblang. Ja, die haben Schulden, das ist doch ihr Problem. Sie haben mit mir eine Wette ab... sind sie eingegangen und haben beschissen. Also von daher... Scheiß drauf. Also eine Nebenquest haben wir noch. Helfen wir hey, dir mal. Kleiner Mann, wo sind deine Eltern? Ich bin nicht klein. Doch. Okay, klar. Was machst du denn hier allein? Ich bin auf einer wichtigen Mission. Ja. Eine Mission, was? Was denn für eine? Eine Geheimmission natürlich. Super geheim. Und ich verrate dir nichts. Verrätst du mir was, wenn ich dir helfe? Ich brauch keine Hilfe. Aber wenn du es unbedingt wissen musst, ich besorg grad Essen für meine Eltern. Ich mach das immer. Kein großes Ding. Klingt gefährlich. Hätten deine Eltern nicht wenigstens mitkommen können? Nö. Wie gesagt, kein großes Ding. Ich komm klar. Ich komm mit allem klar. Hör mal, du bist wirklich sehr mutig. Aber ich würde dir wirklich gern helfen. Schätze, ich kann dich ins Boot holen. Ich kann dich sogar bezahlen. Wie klingt das? Jetzt teuern mich also schon Kinder an. Warum nicht? Wie lauten die Befehle, Sir? Auf der West Horizon Lane gibt es einen Laden, kurz vor der chemischen Zone. Okay. Bring mir diese Rucksäcke und ich gebe dir eine Superwaffe. Die Waffe meines Papas. Okay, lass uns los. Los. Wir legen los. Ist mir egal. Ja, wir gehen los. Auf geht's. Wir sollen den Laden durchsuchen. Okay, machen wir das. Irgendeinen Infizierten besiegt, was wir gar nicht gemacht haben. Irgendwie passiert das öfter in diesem Spiel. Sehr eigenartig. Also wir sollen hier drei Rucksäcke durchsuchen. Einen haben wir schon. Da ist noch einer. Okay, alles klar. Hier ist der Rucksack wahrscheinlich. Ja, das ist er. Zeit, diese Familie zu ernähren. Ja, ich gehe gleich zurück, aber ich mache noch ein bisschen Looty. Wie kann man nur in so einem Gebäude überhaupt leben? Das sind die Eltern. Krass.
Ah, Scheiße. Hör mal, diese zwei. Du weißt, dass du... Sprichst du von meinen Eltern? Ja. Also, das ist... Das sind deine Eltern? Hab ich doch gerade gesagt, oder? Mama, Papa, guck mal, wer hier ist. Ich sagte doch, er wird nicht die Vorräte nehmen und abhauen. Ich weiß, ihr habt Hunger. Bringt das was? Ich sag's trotzdem. Hör mal, Kleiner. Du weißt, was es bedeutet, wenn sich jemand verwandelt, oder? Glaubst du, ich lebe unter einem Felsen? Natürlich weiß ich das. Gut. Also, deine Eltern. Sie sind nicht mehr unter uns. Sie haben sich verwandelt. Unmöglich. Guck. Hey, Papa, hast du Hunger? Sie sind Virusträger. Das könnte gefährlich sein. Ich kann mit ihnen umgehen. In der Zwischenzeit kümmern wir uns ums Geschäft. Ich sag dir ja, wenn ich dich für die Mission anheuere, bezahlt das ist voll heftig, Alter. Ja, gib sie. Scheiß okay. drauf. Hier. Großartig, danke. Hier, Mama. Hier, Papa. Guten Appetit. Tschüss, bis morgen. Keine Sorge, ich komme dann wieder, um euch zu füttern. Und hier, für dich. Das ist die Superwaffe. Mein Papa wird sie nicht mehr brauchen. Nochmal vielen Dank. Meine Eltern sind auch dankbar, wie du siehst. Shit. Okay, jetzt haben wir tatsächlich fast alle Quests abgeschlossen. Hier ist noch eine, aber das schaffe ich jetzt einfach nicht mehr. Frag mich, ob wir jetzt eine Schnellreise einfach hier direkt hinmachen können. Ja, es geht. Wie krass ist das? Also diese Schnellreise ist schon sehr gut. Und das kannst du von überall von der Karte machen. Du musst dazu gar nicht in die U-Bahn reinlaufen, um das zu machen. Mehr gibt's nicht zu sagen, mehr gibt's nicht zu sehen heute. Ich danke euch fürs Einschalten und ich würde mich sehr freuen, wenn das nächste Mal wieder reinguckt. Leute, alles Gute, euer MacMo. Peace out.